Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Oh, Majora's Mask! So, wir müssen hier mit dem hier reden und, ja. Wir sehen ihn nicht, wir sehen ihn. Alles klar. Einfach mal anvisieren. Kann es denn sein? Kannst du mich wirklich sehen? Wenn dem so ist, dann folge mir. Okay. Lieber Gorone, ich kenne euch noch aus Hyrule. Da wart ihr ganz schön lieb. So. Ich hätte jetzt am liebsten die Hasenohren, aber wir haben noch keine Hasenohren. Die Hasenohren holen wir uns am dritten Tag. Nachdem wir hier alles erledigt haben, um in den Tempel rein zu können. Und vielleicht questen wir dann auch noch eine Runde. Am dritten Tag. Je nachdem, was wir questen können, ne? Ist klar. Ja. Vielleicht holen wir uns auch noch eine Maske. Die eine oder andere Maske. Sagen wir es mal so. So, und ich mache das meistens so, dass ich ihm ohne Auge der Wahrheit folge. Um Magie zu sparen, denn wir sehen ja den Schatten. Ich hatte es jetzt halt die ganze Zeit an, aber... Ja, wie gesagt, wir sehen ja den Schatten. Gib mir mal ein Herz oder so, Magie oder sowas. Ich treffe einfach nicht, wie ich einfach nicht treffe. So, da vorne ist er und so geht es jetzt nicht weiter. Wir müssen das Auge der Wahrheit aktivieren, damit es weitergeht. Also wir müssen ihn wirklich sehen, damit es weitergeht. So. Aber die ganze Zeit anlassen müssen wir es auch nicht. Das ist es ja. Das ist ja das Schöne daran. So, wo ist er? Da vorne. So, weiter geht es. Oh Gott, ein platter Wolf. Bloß nicht in das Eis hineinlaufen, Leute. Bloß nicht in das Eis hineinlaufen, sonst sind wir... Toll, danke. Vielen Dank. So, da vorne ist der Schatten. So. Weil es wird jetzt noch richtig beschissen hier. Es wird jetzt noch richtig beschissen hier. Mit dem Auge der Wahrheit. Wenn wir nach oben klettern müssen. So. Komm her, Darmi. Hallo. Und das geht auch jetzt schon los. Wir müssen nämlich jetzt hier rüber. Und da drüben sind Leitern, die wir nur mit dem Auge der Wahrheit sehen. Und wir sollten hier am besten gar nicht erst ins Wasser fallen. Entschuldigung, Leute. Zack. So, diese Leitern sehen wir nur mit dem Auge der Wahrheit. Oh, Leute. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wie der Weg war. Rechts. Hoch. Links. Dann, glaube ich. Ja, hier müsste es dann links. Weiter nach oben. Und... Hier geht es dann wieder nach rechts und weiter nach oben. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher, aber glaube ich. Ja, richtiger Weg. So. Zack. Zack. Hallo? Ah, Leute. Leute, Leute, Leute. Wir haben 6 Herzen, Leute. Das heißt, wir haben schon 12 Herzteile, 8 Herzteile und einen Herzcontainer eingesammelt, ne? Hallo. Ich wähle schon mal... Ach, nö. Batteriestatusmittel. Ja, ich drück aus Versehen die ganze Zeit auf den falschen Knopf hier in der Mitte. Das ist so ein Xbox-Controller, ne? Ist klar. Da passiert sowas halt mal. Der Geflügelte sagte mir, dass der Sehende bald kommen würde. Nun zeigt sich, dass er recht hatte. Ich bin Damani der Dritte. In mir fließt das Blut vieler stolzer Krieger. Als ich noch unter den Lebenden weilte, war ich ein höchst angesehener Held. Ja, als ich noch lebte. Aber leider, jetzt bin ich tot. Ich machte mich in der Hoffnung, einen Dämon vertreiben zu können, zum Pick Hibernia auf. Doch dann erfasste mich der Schneesturm und stieß meinen Körper von einer Klippe. Und hier bin ich nun.
Wie ärgerlich. In meiner jetzigen Gestalt kann ich nur zusehen, wie mein Dorf unter dem Eis begraben wird. Zwar bin ich tot, doch findet meine Seele keine Ruhe. Der Geflügelte sagte mir auch, dass du im Umgang mit Magie bewandert seist. Ich bitte dich, erwecke mich wieder zum Leben. Sollte dies jedoch jenseits deiner Macht liegen, dann bitte ich dich um Folgendes. Heile meine Seele, egal wie, aber bitte tu es. Okay, ich heile deine Seele. Nein. Nein. So. Wir heilen jetzt Darmanis Seele. Mit dem Lied der Befreiung. Welch lindernder Klang. All meine Sorgen schmelzen dahin in den Fluss der Musik. Cutscene. Damani, ein angesehener Held unter den Goronen. Und alles, was übrig bleibt, ist eine Maske. Meine unsterblichen Gefühle lasse ich bei dir. Meine Taten als Lebender sind auf meinem Grabstein geschrieben. Du solltest sie lesen. Ja, müssen wir nicht. Da steht nur drauf, welche Aktionen Damani drauf hat. Welche Moves Damani drauf hat. So, wir haben die Goronenhaut erhalten und mit ihr können wir uns verwandeln. Die zweite Verwandlungsmaske haben wir damit erhalten. So, für das Wohl der Goronen, ich bitte dich um deine Hilfe. Alles klar. So, die zweite Verwandlungsmaske haben wir erhalten und ja. Wir können jetzt hier zunächst einmal den Stein wegschieben, wegziehen. Und haben dann hier eine heiße Quelle, Leute. Heißes Wasser ist in diesem Spiel echt wichtig manchmal. Vor allem hier in den Bergen. So, ich werde das jetzt noch eben fix machen, dass ich mir hier das heiße Wasser hole. Und das Problem ist, heißes Wasser wird auch irgendwann wieder kalt. Vor allem hier in den kalten Bergen. Das heißt, wir müssten uns jetzt eigentlich ein bisschen beeilen. Aber, ich würde gerne nicht als Damani darunter springen. Wenn ich mir als Link auf der Eisscholle wehtue, reicht das. So. Zack. Erstmal nach, ins Goronendorf rollen. Richtung Goronendorf rollen. So. Um hier vorne die zweite heiße Quelle aufzumachen. Zack. So. Damit hätten wir das Problem schon mal erledigt, weil da unten drin ist auch eine heiße Quelle. So, als nächstes ins Goronendorf. So. Bist down, mein Freund. Ja, und wenn wir über Eis rollen, dann, ne, rutschen wir da ein bisschen aus. Zack. Wie kriegen wir das Goronendorf auf? Wir stellen uns davor und stampfen. Habe ich eine ganze Zeit lang nicht kapiert. Ich habe gedacht, das muss ein anderer Gorone aufmachen. Aber irgendwann habe ich es dann kapiert. Als Kind natürlich, ne, ist klar. Ich liebe die Goronenmusik. So, und wir hören hier eine Bohrmaschine. So. Zack, zack, zack. Und mit dieser Bohrmaschine reden wir doch eben mal kurz. Papi, Papi, mir ist kalt, Papi. Dami, wo ist mein Papi? Wo ist mein Papi? Ja, er nennt uns Darmi.
Oh, hier, Krüge zerdeppern, macht Spaß. Kind. Oh, ich weiß, warum es weint. Es vermisst seinen Papi und es ist kalt. So. Alles klar. Haben wir mit dem Kind geredet? Sehr schön. Das wäre jetzt ein schöner Zufall gewesen. Wenn hier genau das Dodongo-Fleisch drin gewesen wäre. Aber okay. Ist es nie. Sordele, Freunde. Zurück. Jetzt müssen wir den Papa finden. Der ist, ja. Der ist, ja, so gut wie tot. Um es mal nett auszudrücken. So. Zack. Hier unten erst nochmal heißes Wasser holen, Leute. Wir könnten jetzt hier auch Steine kaputt machen, aber für was? Na, hol dir doch schon das heiße Wasser. Hier gibt es bestimmt noch ein paar, hier gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Rubin, aber ganz ehrlich, Leute, für was? Für was? So. Jetzt gehen wir mal nach hier unten und gucken mal, ob wir einen etwas größeren Schneeklotz finden. Ja, der hier. Da ist ein eingefrorener Grone drunter. Und den werden wir jetzt erstmal befreien. Ja, ich meine, er ist alt. Seht ihn euch an. Hört sich wahrscheinlich an wie Udo Lindenberg. Von der Lippe her. Wo bin ich? Es ist schon so spät. Ich muss mich beeilen. Ja, rede mit mir. Oh, du bist der Mani. Aber bist du denn nicht tot? Halluziniere ich etwa? Vielleicht ist es auch nur ein Druckbild vom Gipfel des Berges. Ich wurde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich, ich wende mich nicht ab. Ich durchschaue die Illusion gleich, bist du verschwunden. Was? Mein Sohn weint, weil er mich vermisst? Woher weißt du das? Mein Sohn vermisst mich. Oh, vergib mir, mein Kind, dein Vater muss etwas erledigen. Tamadi, egal ob du ein Geist bist oder ein Hirngespinst, es kümmert mich nicht länger. Wenn du Mitgefühl für meinen kleinen Sohn verspürst, dann wiege sanft mit diesem klingenden Schlaf, lausche den Klang meiner Trommel. Dieselbe Melodie wurde einst für dich gespielt, als du noch klein warst. Ich hab keinen Sprachfehler, Leute, weil ich hab keinen Sprachfehler. Sie ging doch diese Melodie. Das ist jetzt wie Red Cube, guckt in den Himmel, hat den Mund auf und macht. Lass es mich noch einmal spielen. Wie ging doch diese Melodie? Ah, ja, ja, etwa so. Es hat keinen Sinn. Ich kann mich nur an den Anfang erinnern. Ich werde dir nur den Anfang beibringen. Bim, bim, bim. So, und damit lernen wir unser nächstes Lied. Das müssen wir auswendig können. Ist klar. So, spielen wir es mal. Ist auch irgendwie auch, da. Ist eigentlich auch nicht so schwer. Bis jetzt. Du hast das Schlummerlied-Intro gespielt. Yeah. Leute. Mui. Hurray. Du hast das Schlaflied-Intro erlernt. Ist gleich dem beruhigenden Gesang eines bedächtigen Vaters. Ich habe das Lied nicht vergessen. Ich habe das Lied nicht vergessen. Das kann ich bei dieser Kälte nicht besser spielen. Auf jeden Fall zähle ich auf dich. Ja. Du kannst zählen. Seit wann das denn? So. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, bin hingefallen. So, als nächstes sollten wir in das Grondorf zurück, wo ein kleines Kind auf uns wartet. Pedo-Corona. Nein. So. Komm, gehen wir erstmal hier zurück. Boom.
Und das machen wir dann im nächsten Part, denn die 15-Minuten-Grenze ist schon wieder überreicht. Und ich muss an der Stelle einfach mal sagen, es gibt in letzter Zeit sehr viele Let's Player, die machen, ach komm, machen wir 20-minütige Videos, dann sind die Projekte schneller beendet. Machen wir 30-minütige Videos. Bin ganz ehrlich, wer hat so viel Zeit, sich ein Video anzugucken? 15 Minuten ist so eine gute Grenze, 20 Minuten ist auch noch okay. Alles, was drüber ist, ist meiner Meinung nach Blödsinn. Außer es ist ein Shorttag von Foxy, ne? Ist klar. Nein, also es ist meine Meinung. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss, ciao, sagt euer Mr. Nightfox.